allein. Manches, was uns geht und stört, hat dein Freund sich angehört. Und durch Zuhören, da erreicht er unser Leben, das wird leichter. Eine gute Freundin kennet besser als wir selbst uns oft. Wer ein Freund sein eigen nennet, weiß, dass dieser für ihn hofft. Mit ihm bangt und an ihn denkt, manchmal auch das Schicksal lenkt. Und wer dieses hat erfahren, wird die Freundschaft auch bewahren. So, liebe Sangesfreunde von Männer, Chor Waldecho Wachstedt, zum euren 50. Chorjubiläum wünscht euch der Gesamtverein Luttertal e.V. alles erdenklich Gute, sowie weiterhin euch allen recht viel Gesundheit und Sangesfreude. Es ist uns eine große Freude, dass wir heute zu eurem Ehrentag hier bei euch auftreten können, auch in Hinsicht darauf, dass wir nun schon einige Jahre als Chor, als Chöre freundschaftlich verbunden sind. Gemeinsame Auftritte und Veranstaltungen, wie zum Beispiel unser 20. Chorjubiläum in Luther und unser gemeinsames Adventsingen in Luther im Jahr 2012, zeugen davon. Wir wünschen uns, dass das eine gute Tradition werden wird in Zukunft. Ich denke, wir machen uns aber darüber. Nun möchte ich nur noch sagen, schön, dass es euch gibt. Wir sind immer gerne bei euch. Uns soll noch mal so bleiben. Als Gruß an euch und alle Jubiläumsgäste haben wir drei Lieder mitgebracht. Das erste haben wir bereits aufgeführt, das heißt Freundschaft. Das zweite, unsere Heimat. Viele kennen das vielleicht von ganz früher, aus DDR-Zeiten. Wir singen es einfach. Und zum Schluss das Lied, wie lieb die Scheid. Vielen Dank. Und jeder Baum im weiten Raum
Es wallt ihr Feld so grau und hell durch Tal nach hin, dahin. Durch Tal nach hin, dahin. Und jeder Bus fühlt neue Lust bei hohen Zwillingston. Aus jedem Herz sogleich davon, davon, sogleich davon, davon. Liebe Mitglieder des Gesangvereins Luthertal e.V., ich möchte mich hier entschuldigen, weil ich vorhin Uder gesagt habe. Das ist gar nicht wahr. Aber sowas kann schnell mal rausrutschen. Es liegt schön, nee. Also, der Gesangverein Luthertal, recht herzlichen Dank für euren Vortrag. Und ich hoffe, dass wir uns irgendwann mal wiedersehen, was der Vorsitzende schon gesagt hat. Uns hat es eigentlich auch ganz gut gefallen in Luther. Nur man muss erst mal anfangen und muss Kontakte knüpfen. Lieber Vorsitzender, auch euch ein kleiner Pokal zur Erinnerung an unser heutiges Fest und habt nochmal vielen Dank für euren Vortrag. Herzlichen Dank. Machen wir weiter. Hast uns einen schönen Pokal geschenkt. Dabei habe ich noch eine Kleinigkeit mitgebracht, dass der Pokal nicht ganz so teuer wird. Recht herzlichen Dank. Aber Sport ehrlich nicht nötig. Aber naja, was willst du? Schönen Dank und vielen Dank nochmal für euren Vortrag.